Dienstagnachmittag der Knalleffekt in der SPÖ. Der geschäftsführende SPÖ-Clubobmann Andreas Schieder zieht sich von seiner Funktion als Clubchef zurück. Die designierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wird den Club nun alleine führen, wie sie nach dem Parteivorstand sagte. Schieder hat diesen Mittwoch bei der Pressekonferenz betont, einem Wechsel nicht im Weg stehen zu wollen, obwohl er gerne seine Funktion behalten hätte. Weiters versteht er, dass Pamela Rendi-Wagner zukünftig als Club- und Parteivorsitzende die Fäden selbst in ihren Händen haben möchte. Schieder wird zukünftig in die zweite Reihe treten, um stellvertretender Clubobmann zu werden. Und zukünftig wird er sich weiterhin außenpolitisch engagieren und mehr Zeit in die Naturfreunde investieren. Ich bin vor 12 Jahren hier ins Hohe Haus eingezogen. Ich war Clubobmann der sozialdemokratischen Fraktion in der Regierungszeit, was eine gänzlich andere Herausforderung ist als Clubobmann in der Oppositionszeit. Auch die habe ich Funktion und Aufgabe kennengelernt. Sie haben aber beide Aufgaben etwas Gemeinsames, nämlich einen Club zu führen mit einer Vielzahl von sehr interessierten, mit hohem Fachwissen in ihren einzelnen Aufgabenbereichen ausgestatteten Abgeordneten und alle diese verschiedenen Ideen auch zu einem gemeinsamen zu führen. Das erfordert, egal ob man Regierung oder Opposition ist, immer ein großes Maß an Fingerspitzengefühl, oft auch ein großes Maß an Geduld. Und es geht darum, dass sich die Parlamentsfraktion auch eigenständig ihre Meinung bildet und mitarbeitet, entweder an dem, was die Regierung will, oder eben mitarbeitet auch an der Kritik an dessen, was die jetzige Regierung macht. An so einer zentralen Stelle im Hohen Haus zu wirken, ist für mich immer eine große Freude und ein großer Genuss gewesen. Denn das Parlament ist der Ort der österreichischen Demokratie, zum Glück nicht der einzige. Demokratie geht viel, viel weiter als übers Parlament weit hinaus. Aber trotzdem hier den Fuß hereinzusetzen, dann merkt man schon, dass man mitarbeitet an der Gestaltung unseres Landes. Und als Clubobmann macht man das besonders stark und es hat mir auch große Freude gemacht. Ich hätte diese Aufgabe durchaus auch noch gerne länger ausgefüllt. Es ist übrigens in meinen verschiedenen politischen Spitzenaufgaben die schönste gewesen, Clubobmann zu sein. Aber es ist genauso auch wenn man das selber will, geht es nicht nur darum, was man selber will, sondern es geht auch darum, was in Summe für die Gesamtaufstellung, in dem Fall der Sozialdemokratischen Partei, das Beste ist. Die kommende Vorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, hat sich vorgenommen, die Aufgabe der Clubführung alleine und komplett zu übernehmen. Das ist ihr gutes Recht nicht nur, sondern es macht natürlich auch aus vielerlei Hinsicht auch durchaus Sinn. Und daher habe ich mich auch entschlossen, gestern nach einer längeren intensiven Diskussion mit ihr und dann in der Folge auch mit den Abgeordneten, hier diesem Ansinnen auch nicht im Weg zu stehen. Denn aus meiner Sicht muss man sich selbst nicht so wichtig nehmen, dass man glaubt, es geht nur um einen selbst und daher um diese Entscheidung, sondern es geht um das Gemeinsame und man kann auch als einfacher Abgeordneter sehr viel gestalten in dem Land und das ist die Aufgabe, wofür wir auch gewählt sind. Freundschaftliche Gespräche und nach dem Motto, was für die Partei am besten ist, zählt jetzt für Schieder. Wie lange der Kuschelkurs in der SPÖ noch gefahren wird, wird sich zeigen.